Willkommen Spurensucher. Ich, Garrison Griswold, freue mich, euch in der wunderbaren Welt von Mr. Griswolds Bücherjagd willkommen zu heißen. Wir sind eine Gemeinschaft von leidenschaftlichen Lesern, Bücherfreunden, Rätselfans und Schatzsuchern. Fühlst du dich angesprochen? Dann komm zu uns und mach mit. Hier sind die Spielregeln von Mr. Griswolds Bücherjagd. Verstecke ein Buch. Erstens, wähle ein Buch aus, das du auf eine abenteuerliche Reise schicken möchtest. Zweitens, suche dir einen öffentlichen Ort als Versteck. Das kann der Stadtpark sein, ein Café, die Bücherei oder eine Bushaltestelle. In unserem Online-Shop kannst du Buchkostüme und Buchcamouflage kaufen, um dein Buch zu verstecken. Du kannst aber auch eigene Buchkostüme entwerfen. Oder verstecke dein Buch, so wie es ist. Manchmal ist gar keine Verkleidung die beste Verkleidung. Drittens. Gib anderen Spurensuchern auf der Website von Mr. Griswold Bücherjagd einen Hinweis, wie dein Buch zu finden ist. Beispiel: der niedrigste Ast des höchsten Baums. Um den Schwierigkeitsgrad und den Spaß zu erhöhen, benutzen viele Mitspieler eine Geheimschrift oder einen Code für ihren Hinweis. Oder sie machen ihren Hinweis zur Lösung eines Rätsels. Wenn du das tun möchtest, aber die Geheimschrift, den Code, das Rätsel nicht selbst erfinden willst, kannst du die Zufallsfunktion auf unserer Website nutzen. Dann verschlüsselt dein Computer deinen Hinweis oder vielleicht möchtest du lieber den Rätselpedia-Bereich besuchen, um dir deinen eigenen Code auszudenken. Viertens. Registriere das Buch, das du verstecken möchtest. Jedem registrierten Buch wird eine unverwechselbare Verfolgungsnummer zugeteilt. Lade die Verfolgungsplakette von deinem Profil herunter und drucke sie aus. Jetzt kannst du sie auf der Innenseite des Umschlags in das Buch kleben. Fünftens. Verstecke dein Buch und verfolge seine Reise über den Versteckte Bücher-Button auf deinem Profil. Hier kannst du sehen, wie andere Spurensucher dein Buch finden, loggen und wieder verstecken. Finde ein Buch. Suche nach Büchern, die in deiner Nähe versteckt sind. Du kannst deine Büchersuche nach Titel, Ort oder nach zufälliger Auswahl gestalten. Das bleibt dir überlassen. Natürlich kannst du auch einen konkreten Titel eingeben. Wenn User das Buch versteckt haben, wirst du eine Liste verschiedener Orte sehen. Lade den Buchhinweis herunter. Wenn du das Buch kennzeichnest, bevor du den Hinweis herunterlädst, bekommst du die doppelte Punktzahl. Allerdings nur, wenn du dann auch als Erster zum Buch gelangst. Das nennt man ein Buch deklarieren. Weitere Informationen dazu findest du unter Punkte. Entschlüssele den Hinweis. Geh auf Bücherschnitzeljagd. Punkte. Für jedes Buch, das du versteckst oder findest, oder wenn jemand eins deiner Bücher findet, bekommst du einen Punkt. Je mehr Punkte du sammelst, desto besser wirst du im Ranking gelistet und kannst dir dadurch spezielle Privilegien verdienen. Zum Beispiel die Möglichkeit, geheime Seiten zu besuchen oder Online-Spiele und Rätsel freizuschalten. Du kannst deine Punkte auch im Bücherjagd-Shop gegen Zubehör für die Büchersuche eintauschen oder gegen Bücher natürlich. Um mehr Punkte zu verdienen und die Suche noch spannender zu gestalten, kann man als Bücherjäger ein Buch deklarieren. Dafür musst du Deklariere dieses Buch auswählen, bevor du den entsprechenden Hinweis herunterlädst. Ein Buch, das du selbst versteckt hast, kannst du nicht deklarieren, genauso wenig wie ein Buch eines Bücherjagdfreundes. Ein Buch zu deklarieren verdoppelt den Punktewert. Aber pass auf, deklarierte Bücher sind gekennzeichnet und zeigen so jedem Bücherdetektiv, dass das Buch jetzt doppelt punktewert ist. Da kommt Spannung auf. Wirst du das Buch zuerst finden? Oder wird dir ein Wilderer zuvorkommen? Wilderer sind Bücherjäger, die gezielt deklarierte Bücher suchen, um sie sich vor dem ursprünglichen Sucher zu schnappen.